Ganz herzlich willkommen zum Politik-Talk, Ausbildung inklusiv weiterentwickeln. Mein Name ist Kerstin Palzer, ich bin im normalen Leben ARD-Hauptstadtkorrespondentin und moderiere diese Veranstaltung hier, die ein ganz wichtiges Thema beinhaltet, denn wir können uns sicherlich alle vorstellen, Corona hat das, was eh schon immer schwierig war, nämlich die Ausbildung von Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt es schwer haben, noch schwieriger gemacht. Und ich bin nicht alleine hier, Tobias Schmidt ist neben mir. Er ist der Vorstandsvorsitzende der BAGBBW. Diese Abkürzung musste ich mir auch erst drauf helfen. Und Herr Schmidt, helfen Sie uns allen weiter. Was steht hinter BAGBBW? Ja, sehr gern. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke vereint 51 Berufsbildungswerke bundesweit. Wir sind zuständig für Berufsvorbereitung und Berufsausbildung von jungen Menschen mit Behinderung. Das sind ungefähr 15.000, die bundesweit bei uns auf den Beruf vorbereitet werden bzw. ihre Ausbildung machen. Daher kommt die Abkürzung BAGBBW. Ein großes Unternehmen, kann man fast so sagen, aber eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Warum jetzt heute hier die Veranstaltung? Was wollen Sie? Ja, in diesem Jahr sind Bundestagswahlen in ein paar Monaten und wir als Dachverband der 51 BBWs haben uns Wahlprüfsteine erarbeitet, haben die an Abgeordnete, an Parteien geschickt und wollen mit der Politik ins Gespräch kommen, unsere Themen versuchen zu setzen und wollen gucken, was rauskommt. Können Sie die 5 wichtigsten Themen vielleicht schon mal nennen? Also es geht uns in unseren Wahlprüfsteinen natürlich um das Thema Bewältigung der Pandemie, gerade insbesondere der Digitalisierung. Ich glaube, das ist ein ganz dickes Brett, was wir da gerade bohren, vor allen Dingen bohren müssen in der beruflichen Bildung. Es geht ein Stück weit um das Thema Pflegenotstand. Wie können wir auch jungen Menschen mit Förderbedarf Angebote in der Pflegeausbildung machen? Es geht um das Thema Budget für Ausbildung, also wie können junge Menschen ein Ausbildungsbudget bekommen und selbstständig ihre Ausbildung mit diesem Budget individuell organisieren. Es geht überhaupt um die Frage, welchen Platz haben wir als Berufsbildungswerke im System, sage ich mal. Wo stehen wir da? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Wie bringen wir Inklusion, Abbau von Barrieren in Zukunft weiter voran und letztlich und endlich Angebote zu schaffen für junge Menschen, die benachteiligt sind. In Ihrem Bereich gibt es quasi den Fachminister Hubertus Heil von der SPD. Das sage ich jetzt mal eventuell noch, denn es könnte natürlich sein, dass im September so gewählt wird, dass Hubertus Heil nicht mehr im Amt ist. Jetzt ist er es aber noch. Und insofern sind wir froh, dass er zwar heute durch die Corona-Bedingungen nicht bei uns sein kann, aber eben ein Grußwort geschickt hat. Und das bitte ich jetzt mal für alle abzufahren. Seit einem Jahr hat die Corona-Pandemie unser Leben fest im Griff. Das Virus bedroht aber nicht nur unsere Gesundheit. Es bedroht auch Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und es bedroht die Erfolge, die wir gemeinsam in den vergangenen Jahren bei der Inklusion und der Teilhabe am Arbeitsleben erreicht haben. Ich weiß, dass Corona die Berufsbildungswerke vor massive Herausforderungen gestellt hat. Ich weiß aber auch, dass sie mit kreativen Lösungen und ganz viel Engagement sehr vielen jungen Menschen helfen konnten. Sie haben verhindert, dass junge Menschen mit Behinderungen in der Isolation verschwunden sind. Sie haben digitale Lern- und Lehrmöglichkeiten in Heimlernphasen genutzt. Sie haben digitale Barrieren überwunden. Mit verlässlichen Test- und Hygienekonzepten haben sie auch das Präsenzlernen wieder ermöglicht. Das ist enorm wichtig, denn die komplexen Leistungen der Berufsbildungswerke können nicht 1:1 digital ersetzt werden. Dieses Engagement hat mich sehr beeindruckt. Die Berufsbildungswerke haben damit einen wichtigen Anteil daran, dass wir im vergangenen Jahr eine Krise auf dem Ausbildungsmarkt verhindern konnten. Und auch dafür möchte ich Ihnen meinen großen Dank aussprechen. Bei mir ist jetzt Michael Breitzermeter. Er ist Leiter des Berufsbildungswerks in Augsburg. Ganz herzlich willkommen hier in Berlin. Grüß Gott. Grüß Gott, genau. Und zugeschaltet ist Wilfried Oellers von der CDU. Herr Oellers, ich hoffe, alles ist gut, die Technik steht und wir können miteinander reden.
Ich grüße Sie, ich kann Sie ganz gut hören. Guten Tag zusammen. Als erstes, so wird der Ablauf der ganzen Veranstaltung auch tatsächlich sein, wir werden natürlich immer auch erstmal die Betroffenen hören wollen. Das ist wichtig und deswegen hören wir jetzt gleich mal in den ersten Film. Hallo, mein Name ist Pascal, ich bin 21 Jahre alt und mache meine Ausbildung als Kaufmann für E-Commerce in www.box. Nach dem Abbruch meiner ersten Ausbildung war ich ohne Perspektive. Nach einiger Zeit bekam ich jedoch die Chance, wieder Fuß zu fassen. Die Möglichkeit, die mir das BBW gab, war für mich sehr wichtig. Ich werde im BBW dabei unterstützt, wie ich die neuen Erkenntnisse praktisch umsetzen kann. Ich fühle mich nun endlich in meinem Leben dazugehörig. Meine Frage an die Politik: Warum haben nicht mehr Jugendliche mit Schwierigkeiten die Möglichkeit, eine Ausbildung in einem BBW zu machen? Ja, da haben wir es gehört. Also Pascal fühlt sich endlich dazugehörig. Das ist was Wichtiges erstens für Pascal, aber natürlich auch für die Gesellschaft, weil er ein Teil unserer Gesellschaft ist. Was ist Ihre Frage? Wie könnte es mehr jungen Menschen wie Pascal gehen? Ja, wir reden ja immer von Systemsprengern und von jungen Menschen, die es schwierig haben, aus der schulischen Phase, vielleicht aus einer nicht-schulischen Phase, aus Nicht-Ausbildung hinein in eine Ausbildung zu kommen. Die BBWs haben da wunderbare Strukturen, aber auch Fachmänner und Fachfrauen über die Fachdienste, über Internate, über eine 360-Grad-Betreuung, die wir machen. Wir schauen auf das Umfeld des jungen Menschen. Aber nicht alle Jugendliche, die sowas brauchen würden, kommen auch ins BBW. Deswegen meine Frage an den Herrn Oellers: Warum nützt die Politik eigentlich nicht diese Strukturen, die sie geschaffen hat, die erfolgreich sind, wie wir ja auch durch den Herrn Schmidt gehört haben, um Berufsangebote für sogenannte Systemsprenger aufzusetzen? Also ich denke, dass wir in den letzten Jahren schon einiges hinbekommen haben und auch verbessert haben, gerade um auch systemübergreifend, und da sprechen Sie einen Punkt an, der mir in der Tat auch sehr wichtig ist, dass wir gerade bei Menschen, gerade auch bei jungen Menschen, aber insgesamt bei allen, die eine Unterstützung brauchen, letztlich eine ein strukturübergreifendes Angebot präsentieren können, in dem auch genau geschaut wird, was ist eigentlich für den Jugendlichen am besten. Wir haben ja im SGB II, und da will ich insbesondere den 16H erwähnen, wenn Sie auch sagen, es sollen Leistungen aus SGB II, SGB VIII auch ohne Reha-Status gewährt werden, dann möchte ich schon darauf hinweisen, dass wir ja in den Paragraphen 16a fortfolgen, und da insbesondere möchte ich erwähnen den 16h, weil wir den in der letzten Legislaturperiode eingeführt haben und der leider bereits verstorbene, und der hätte heute Geburtstag gehabt, Karl Schieberling, unser ehemaliger AG-Vorsitzender und Sprecher für Arbeit und Soziales, ihm das auch ein sehr wichtiges Anliegen war, das eben voranzubringen. Und damit hätten wir eigentlich auch schon eine Möglichkeit, gerade mit 16H junge Menschen entsprechend zielgerichtet zu fördern. Lassen Sie mich vielleicht auch noch einen weiteren Punkt ansprechen, dass wir gerade jetzt auch in dem Teilhabestärkungsgesetz noch einmal die Betreuung von Rehabilitanten in Jobcentern auch verbessert haben, um da neben den normalen Rehabilitationsverfahren noch weitere Angebote präsentieren zu können. Und insbesondere, dass eben mit einem verbindlichen Teilhabeplanverfahren oder einer verbindlichen Teilhabeplankonferenz im Ergebnis auch genau geschaut werden kann, was ist passgenau richtig für den jeweiligen Betroffenen. Und letzter Punkt, sehr wichtig natürlich auch, dass auch die Mitarbeiter in den Jobcentern entsprechend weiter geschult werden mit Qualifizierungsangeboten, damit sie einfach auch, übergreifend für alle Angebote, die man haben, die angeboten werden, da auch passgenau das Richtige aussuchen können. Herr Oellers, vielen Dank erstmal. Herr Breitzer-Mitter, es reicht nicht, oder? Also man hat schon das Gefühl, dass jetzt auch aus der CDU kommt, ja, ihr seid sinnvoll, aber ihr seid halt auch teuer. Ich gestehe, Herr Oellers, ich konnte nicht alle Paragraphen, die Sie genannt haben, komplett nachverfolgen, aber Herr Breitzer-Mitter kann das sicherlich. Und reicht Ihnen diese Aussage?
Also es sind sicherlich Verbesserungen da, Herr Oellers. Da wäre ich bei Ihnen, was die Zuordnung Reha und Jobcenter betrifft. Beim 16H kann ich nicht bei Ihnen sein, weil wir sehr oft erleben, dass eben aufgrund der Beschränkungen, die wir im SGB III und im SGB II noch haben, eben der Weg nicht offen ist, jetzt in so eine ganzheitliche Betreuungssituation wie in einem BBW zu kommen. Wir sind da oft konfrontiert mit anderen Maßnahmen, sei es, dass es über Projektförderung gehen muss oder dass es über eine ausgeschriebene Maßnahme gehen muss. Ich glaube, da müsste man nochmal nachbessern. Wo ich bei Ihnen bin, mit der Teilhabeplankonferenz hätten wir ein wunderbares Instrument, um genau diese Fälle anzugehen. In der Praxis erleben wir allerdings sehr oft, dass die unterschiedlichen Leistungsträger ihre Leistung noch sehr genau abgrenzen und wir zwar die Teilhabeplankonferenz haben, ich sage es mal zugespitzt auf dem Papier, dass sie aber noch nicht so richtig lebt. Ich glaube, da muss Politik noch mal ein Stück weit auch nachjustieren und deutlich machen, dass es darum geht, genau über diese Regelungen, die sie mit dem Bundesteilhabegesetz geschaffen haben, über die jetzigen Finanzierungsgrenzen hinweg Möglichkeiten zu schaffen, wenn sie denn notwendig sind. Und dass wir da einige haben, da glaube ich, sind wir uns einig. Es gibt, ja, das, ja. Darf ich da vielleicht gerade noch was zu sagen, weil da ist mir vielleicht noch mal ganz wichtig, Folgendes zu erwähnen. Und will ich sagen, Herr Breitsamer, da sind wir, denke ich, wirklich einer Meinung. Ich finde, unser ganzes Projekt oder die Angebote, die müssen so verstanden werden, dass man immer passgenau das Richtige raussuchen kann. Und bitteschön auch gerne trägerübergreifend. Deswegen muss ich sagen, wäre es mir auch ein wichtiges Anliegen zu sagen oder einzuführen, Stichwort Teilhabeplanverfahren, was es ja bis jetzt nur im SGB 9 gibt, dass man da vielleicht auch sagt, naja, man schafft ein Instrument der integrierten Leistungsplanung und verankert das im SGB I, um genau den Gedanken, den Sie gerade aufgeführt haben, nochmal zu verfestigen, dass alle bitteschön versuchen, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich schauen wollen, weil, und das muss man ja sagen, realistischerweise, jeder Fall ist irgendwo anders. Im Rheinland würden wir sagen, jeder Jeck ist anders. Jeder Fall ist irgendwo anders und braucht ein passgenaues Angebot. Und das passgenaue Angebot muss nicht immer ein konkretes gesetzgeberisch vorgeschriebenes Angebot sein, sondern das kann ja auch eine Mischung sein. Und deswegen wäre mir wichtig, dass man da auch trägerübergreifend offener wird. Oft ist es dann natürlich nachher eine Frage der Finanzierung, dass man dann die Frage stellt, wer zahlt es denn jetzt? Aber mir wäre es mal ganz lieb, wenn man die Frage zuerst einmal vom Menschen her denkt, was braucht er? Und da stricken wir das entsprechende Angebot rum. Und eine letzte Bemerkung möchte ich noch machen, weil gerade angemerkt wurde, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, aber mir ist schon noch besonders wichtig zu betonen, dass natürlich gerade die Berufsbildungswerke eine enorm wichtige Einrichtung sind, die wir haben. Das möchte ich jetzt nicht nachgeschoben wissen und so verstanden wissen, sondern eine enorm wichtige Einrichtung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt auch im Teilhabestärkungsgesetz, wie wir es auch hinbekommen hätten, zum Beispiel auch das Budget für Ausbildung für die BBWs zu erweitern. Das war leider nicht durchsetzbar, aber das wäre eine Vorstellung, die wir gehabt hätten fürs Teilhabestärkungsgesetz. Wir haben es weiter auf unserer Tagesordnung stehen und würden daneben auch eben schauen, dass wir gerade auch, was die Digitalisierung betrifft, digitale Ausstattung der Einrichtungen, auch der BBWs, der Werkstätten, dass wir da ein Sonderprogramm auflegen, weil wir schon gesehen haben, jetzt in der Pandemie, dass wir da auch den digitalen Fortschritt brauchen. Aber, und da bin ich auch ganz beim Minister, ich glaube, in solchen Projekten ist die Präsenz immer noch das Beste.
aber man sollte auf alles eingerichtet sein. Zum Thema Digitalisierung kommen wir in dieser Veranstaltung auch nochmal als spezielles und sicherlich besonders wichtiges Thema. Sie sagten ja gerade eben, Sie konnten das politisch nicht durchsetzen. Ich nehme an, weil der Koalitionspartner da nicht mitgegangen ist. Nehmen Sie das denn, so Sie in der nächsten Regierung wieder beteiligt sein sollten, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, nehmen Sie das mit, wollen Sie da nochmal nachjustieren und bei Ihren Finanzern auch ein starkes Wort für die Berufsbildungswerke einlegen? Also ich habe ja eben schon erwähnt, das Thema haben wir weiter auf der Tagesordnung und soweit wir da auch weiter in der Verantwortung sind, werden wir das umsetzen wollen, ja. Herr Bratzemeter, reicht Ihnen das oder was wäre noch Ihr Punkt an die CDU-Fraktion? Also wenn es dem Herrn Oellers gelingt, diese Leistungsplankonferenz, um dieses Begriff mal herzunehmen, die reinzukriegen, das wäre ein Segen für die jungen Menschen, die jetzt auch, heute Morgen im MoMA haben wir gehört, 100.000 gehen ohne Schulabschluss jetzt auf den Arbeitsmarkt. Das wäre echt eine tolle Regelung. Wenn Sie die ins Wahlprogramm reinkriegen, das wäre echt super. Gibt es Chancen? Ist die Frage gerade an mich gerichtet? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja, also das ist ein Thema, ich habe das ja auch schon gesagt. Das würde ich mir sehr gerne wünschen, dass wir diese Regelung hinbekommen könnten. Vielleicht auch im SGB II aufzunehmen, damit einfach sich alle Leistungsanbieter angesprochen fühlen, da ein passgenaues, integriertes Leistungsverfahren und ein Angebot eben präsentieren zu können. Ja. Einen Punkt hätte ich noch. Natürlich. Wie Sie ja wissen, die Berufsbildungswerke bilden ungefähr 22% der jungen Menschen in verzahnter Ausbildung aus. Das heißt, die jungen Menschen machen ihre praktische Ausbildung in einem Betrieb. Man könnte es jetzt auch anders denken und könnte sagen, wenn wir jetzt 100.000 nochmal haben, die jetzt keine Ausbildungsstelle kriegen, die stecken wir in ein BBW mit dem Ziel, dass die möglichst bald aus dieser WEM-Phase herauskommen, sprich aus der betrieblichen Begleitung durch das BBW rauskommen und dann in die betriebliche Ausbildung wechseln. Durch das Netzwerk, das die BBWs haben zu den Betrieben, glaube ich, könnten wir da einige Jugendliche unterbringen, auch bei Betrieben, die jetzt skeptisch sind und sagen, verhaltenskreativ würde ich jetzt nicht so aufnehmen, aber wenn das erste Lehrjahr zum Beispiel oder das BBW begleitet und wir da eine Hilfe kriegen und wir dann uns überlegen, da eine betriebliche Ausbildung reinzugehen, das wäre eine Win-Win-Situation für die Betriebe, das wäre eine Win-Win-Situation für die Berufsbildungswerke und es wäre eine Win-Win-Situation für die Jugendlichen, weil sie einen guten Startschuss kriegen würden. Herr Oellers, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich mache es ganz kurz und knackig. In Teile die Auffassung, genau das war auch unsere Argumentation Teilhabestärkungsgesetz die Überlegung einzubringen, gerade die BBWs auch für das Budget für Ausbildung zu erweitern, die damit aufzunehmen, weil eben das Netzwerk da ist zu den Unternehmen und dass da eben ein fließender Übergang schneller bewerkstelligt werden kann. So war unser Gedanke. Vielen Dank, Herr Oellers. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich für dieses wichtige Thema Zeit genommen haben heute Vormittag. Ja, ein wichtiges Ja. Wir werden Sie im Blick behalten, wenn ich das so sagen darf. Aber ich denke, Sie ziehen da schon auch an einem Strang. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch, Herr Breitzermeter, für die erste Diskussionsrunde.